Und damit willkommen zum nächsten Diablo 3 Tutorial von mir. In dieser kleinen Episode befassen wir uns mit den sogenannten Schlüsselhütern und wo ihr sie findet und was sie euch bringen. Schlüsselhüter sind spezielle Bosse, die in den ersten vier Akten an speziellen Punkten stehen, immer einmal pro Spiel. Also ihr könnt sie töten, dann könnt ihr ins Menü gehen, wieder reingehen, dann sind sie wieder da. Und sie haben die Chance, sogenannte infernalische Maschinen fallen zu lassen. Was das ist, was das bringt, später. Erstmal gehen wir sie der Reihe nach ab. Ihr findet sie in den Akten 1 bis 4 immer im gleichen Gebiet. Und dieses Gebiet ist mit einem Schlüssel hier markiert. In diesem Fall befindet sich Odek, der Schlüsselhüter des Kummers, auf den Feldern des Elends. Wenn wir ihn besiegt haben, erscheint hier auch ein Häkchen neben dem Schlüssel. Das heißt, Boss besiegt. Der ist irgendwo in dem Gebiet. Wir springen da einfach mal hin und dann suchen wir ihn. Wenn er in der Nähe ist, wird er auf der Minikarte mit einem lilanen Pfeil angezeigt. Wir suchen ihn jetzt einfach erstmal. Ein bisschen nervig, weil gerade die Sonne bei mir etwas sehr durchs Fenster scheint. Das heißt, ich sehe nicht wirklich viel auf der Minikarte gerade. So, schauen wir einfach mal, wann die Karte ausschicht. Auf jeden Fall Akt 1, Felder des Elends, findet ihr den ersten Schlüsselhüter. So er denn hier irgendwo sein Unwesen treibt. Oh, einen Boden, den nehme ich mal kurz mit. Entschuldigung. Kann man ein paar Gegner ärgern. Ein bisschen Spaß haben muss man ja auch. Ich spiele übrigens gerade den Natalias Dämonenjäger für all jene, die es interessiert. Habe ich einfach im Moment als irgendwie gerade aktiven Charakter und habe gar nicht darüber nachgedacht, mit welchem Charakter ich eigentlich dieses Tutorial aufnehme. Okay, da ist der lila Pfeil. Ihr seht ihn auf der Minikarte oben rechts. Moment, das muss ich einfach kurz mitnehmen. Ich brauche Atem des Todes. Ach egal, das kommt schon mit. Das ist ja nur ein Tutorial-Video hier gerade. So, das ist er. Odek, der Schlüsselhüter des Kummers. Relativ zäher Bastard. Wow, irgendwie ruckelt das hier gerade. Den müssen wir einfach töten. Und da hat er etwas fallen gelassen, was da in Orange markiert ist. Was sich schimpft, infernalische Maschine des Kummers. Das ist das Objekt meiner Begierde gewesen, deswegen haben wir den ganzen Spaß gemacht. So, komm, jetzt hauen wir den auch mal kurz weg hier. So. Es geht zu Ende. So, da muss ich einmal kurz eine kleine Stelle rausschneiden. Ist ja aber nicht schlimm. Wir haben jetzt hier abgeschossen Odek, Schlüsselhüter des Kummers. Den haben wir erledigt. Jetzt springen wir in Akt 2. Hier ist das Ziel unserer Reise die Oase von Dalgur. Da finden wir Sukaris, Schlüsselhüter der Verdorbenheit. Gehen wir mal hin. Wir sind auch immer wirklich in diesen Gebieten. Jedes Mal, wenn ihr das Spiel startet, sind sie da neu. Die gelben Pfeile sind jetzt nicht Soka. Die gelben Pfeile sind ein Bounty, das hier jetzt zufälligerweise ist. Das ignorieren wir jetzt mal. Das einzige Problem ist, dass die Oase von Dalgur sehr, sehr groß ist.
Ich muss mich erholen. Irgendwie hat er gerade meinen Bildschirm gesponnen. Was ist mit meinem Bildschirm hier los? Irgendwas hat er gerade gesponnen. Egal, jetzt geht's wieder. So, wo war ich? Die Oase von Dalgur ist sehr groß. Wir haben also immer diesen Schlüssel wieder zu finden. Das ist meine wahre Freude. Aber da wird uns angezeigt. Cool. Wir haben heute immer Glück. Ha. Das Glück des Tutorials. Fantastisch. Für gewöhnlich sucht man meistens die ganze Oase nach dem Abbruch. Der steckt in der hintersten Ecke. Also viel Spaß, wenn ihr versucht, den zu finden. Das ist auf jeden Fall der gute Mann hier. Und da ist er auch schon tot. Und die infernalische Maschine der Verdorbenheit wurde uns ausgehändigt. Jetzt muss ich nur irgendwie mal versuchen, hier noch wegzukommen. Leute, lasst mich doch einfach mal gehen. Meine Fresse, noch eins. So. Ich muss zurückkehren. Diese anhänglichen Mistviecher. So, jetzt verreckt. Der nächste Schlüssel wieder befindet sich in Akt 3 am Steinfort. Dort befindet sich Xarit, der Schlüsselhüter der Angst. Gehen wir mal hin. Es ist so, dass sie prinzipiell auf jeder Qualstufe... Oh, da ist er schon. Auf jeder Qualstufe können diese Maschinen fallen gelassen werden. Und je höher ihr sozusagen... Je höher die Qualstufe ist, auf der ihr spielt, umso höher ist die Chance, dass er eine fallen ist. Die maximale Chance habt ihr auf Qual 10. Deswegen nehme ich das gerade auch auf Qual 10 hier auf. Den ganzen Spaß. Da ist er auch schon. Und da hat er uns umgehauen. Oh, hat er so ein Damage rein. Krass. Ist ja auch egal. Da ist er tot. Und infernalische Maschine der Angst haben wir auch bekommen. Sehr gut. Das war Nummer 3 von 4. Und Nummer 4 befindet sich in den hohen Himmeln, in den Gärten der Hoffnung, Ebene 2. Dort befindet sich Nekarat, der vierte Schlüsselhüter. Wenn der jetzt auch droppt, haben wir von allen 4 Schlüsselhütern in diesem Run die Maschinen gekriegt. Das passiert selten. Meistens ist irgendwie immer einer von denen eine Zicke und macht nicht mit. Bisher ist dies nicht der Fall gewesen, aber einer fehlt ja auch noch. Hier unten irgendwas Interessantes für uns? Nope. Okay. Bam. Diesen Schlüssel wieder zu finden ist immer ein bisschen nervig, weil dieses Gebiet sehr, ja, wie so ein kleines Labyrinth aufgebaut ist. Da haben wir ihn Gott sei Dank schon. Mein Güte, haben wir ein Glück heute. Das ist ja der Hammer. Und da ist er. Mal gucken, ob er auch so kooperativ ist wie seine Brüder. Nö, er macht nicht mit. Die infernalische Maschine des Schreckens haben wir nicht bekommen. Naja, 3 von 4 haben wir eine gegeben. So, das finde ich immer ganz gut. Wofür braucht man die? Das zeige ich euch im nächsten Tutorial-Video. Das war jetzt nur ein kleines Tutorial-Video, das euch zeigen sollte, wo sich diese Schlüsselhüter im Spiel überhaupt befinden. Die müsste man schon farmen, also ihr bräucht, damit es sich richtig lohnt, braucht ihr von jeder Maschine auf jeden Fall mehrere Exemplare, damit ihr das richtig schön farmen könnt. Aber was ihr da farmen könnt, erzähle ich euch, wie gesagt, im nächsten Tutorial-Video. Was ihr eigentlich immer macht, ist, ihr geht ins Spiel, holt euch, klappert die 4 Schlüsselhüter ab, geht raus, geht wieder rein. Macht's wieder, solange bis ihr eine Menge an Maschinen habt, mit denen ihr zufrieden seid. Es gibt auch Mehrspieler-Modus, wenn ihr... Ach, ich zeig das einfach mal kurz. Wenn ihr ins Menü geht. Könnt ihr hier auf Einstellungen gehen, öffentliches Spiel und hier auch den Hashtag Schlüsselhüter reinmachen. Dann findet ihr Gruppen, die gerade dabei sind, eben diese Schlüsselhüter zu farmen. Ja. Das war mein kleines Tutorial zu den Schlüsselhütern. Im nächsten Tutorial werde ich euch zeigen, was ihr mit diesen infernalischen Maschinen, die wir da gerade gesammelt haben, Schönes anstellen könnt. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, das Tutorial-Video hat euch gefallen. Wir sehen uns im nächsten Diablo 3 Tutorial wieder. Bis dahin, macht's gut, Leute. Ciao.